Herzlich willkommen aus dem Eurocity hier von der linken Rheinstrecke, Baureihe 101. Das ist unser Zug. Wir fahren diesen Eurocity einmal von Koblenz nach Mainz mit der 101 058-6 in dieser Lackierung polizeiberatung.de. So schützen Sie sich vor Kriminalität Ihrer Polizei. Nein, Ihre Polizei. Wir wollen, dass Sie sicher leben. Kompetent, kostenlos, neutral. Klar. Genau, es sind diverse Mods installiert, die hierfür notwendig sind. Da gehe ich gleich drauf ein. Ich würde sagen, wir setzen uns einmal in den Führerstand und rüsten schnell auf. Ja, unterwegs hier im Eurocity 51 von Dortmund nach Prag, den Eurocity Karlstein. So, machen uns mal PZB und LZB an. Einmal den Bremsschlüssel aufsperren, Bremsen lösen. Direkte Bremse anlegen, ja, 2,2 bar, das ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Die Zuglichter machen wir an. Spitzen, ja, lass mir die Signalbeleuchtung, ja. So, das ist auf an, Führerstandsbeleuchtung brauchen wir eh nicht. Instrumentenbeleuchtung machen wir nochmal hoch. Genauso die Anzeigenhelligkeit und die LED. Die Helligkeit, dann einmal die AFB. Interessant, dass die AFB direkt... Ah, das war ja mal cool, dass die AFB, wenn man sie anschaltet, auf 100 hochschnellt und dann wieder runter geht auf 0. Wir setzen sie auf, sagen wir erstmal 40, damit wir keine Zwangsbremsung riskieren. Das Signal ist leider, steht leider nach wie vor hier in dem Häuschen drin. Wir warten immer noch auf einen Patch für die linke Rheinstrecke. Seit Release gab es nämlich keins. Es ist aber, glaube ich, eins in Arbeit, so wie ich es verstanden habe. So, Türen zu. Gucken wir mal, ob die Türen noch alle schließen. Jawohl, das sieht soweit gut aus. Ziel erfüllt. Herrlich. Intercity-Züge, beziehungsweise Intercity-Wagen. Was gibt es eigentlich Besseres? Ja, alle Türen sind zu. Dann würde ich sagen... Haben wir vorne zweimal dreimal weiß? Nee. Müssen wir noch einmal kurz hier ändern auf Spitzensignale. Jawohl. Ist geändert. Dann direkte Bremse lösen. So, und sobald wir Leistung aufschalten, löst sich auch die AFB-Haltebremse, was jetzt der Fall ist. Und wir können abfahren. Ja, das Signal ist grün, sehen wir jetzt hier im HUD. Das eigentliche Signal befindet sich hier im Häuschen. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwie reinfliegen können. Nee. Na? So. Genug Fotos gemacht. Wir befreien uns und gehen hoch auf die, was waren's freigegeben? 120. Ja, also es sind diverse Mods hier verbaut, damit wir auch, ich gehe direkt auf die 140 hoch, damit wir das hier so fahren können. Das ist kein Szenario oder sowas, das ist der Fahrplan. Und zwar haben wir hierfür die Mod vom Taskplace drin, wo der Fahrplan der linken Rheinstrecke mit modernen Fahrzeugen ersetzt wird. Ich habe schon mal die Mod vorgestellt, vor einigen Wochen. Dann haben wir andererseits das Baureihe 101 Enhancement Pack drin, vom guten Foley Lantern, mit den verschiedenen Repaints und der Überarbeitung des Sounds. Und ja, das war's dann auch. Achso, und die eine Mod, aber ich weiß nicht mehr genau, wo ich die her habe, wo das Ebola-Display hier ersetzt wird mit diesem Windows-Startbildschirm. Finde ich irgendwie ganz cool. So, ich schalte noch ein bisschen mehr Leistung auf. Wir halten nicht zwischendurch, nächstes Halt ist direkt an Mainz Hauptbahnhof.
Genau. Das sind die ganzen Mods, die hier benötigt sind. Ich guck mal, dass ich möglichst alle auch verlinke. Ne? Ich würde gerne... Da, genau. Ich guck mal, dass ich möglichst alle Mods auch verlinke, damit ihr euch die auch runterladen könnt. Nochmal ein großes Dankeschön an all die Leute, die Mods erstellen. Ohne euch ist das Spiel immer noch spielbar, aber definitiv weniger attraktiv, würde ich behaupten. So, und jetzt geht's hier entlang des Rheins. Ich glaube, das erste Mal so richtig hier im Sommer, beziehungsweise mit Sommervegetation, sonst sind wir, glaube ich, meistens eher so, ja, so winter-herbstmäßig gefahren, wo die Bäume dann noch etwas komisch aussahen mit der Draw Distance. Aber dieses Draw Distance Problem gibt's halt tatsächlich im Sommer nicht. Also, ja. Schön hier die Kurvenüberhöhung entlang des Rheins. Herrlich. Ja, wir warten immer noch auf ein Patch für die Strecke, für die linke Rheinstrecke. In der letzten Roadmap, also die Roadmap vom April, auf die ich jetzt gerade hier mich beziehe, stand, glaube ich, noch, dass sich um Fixes gekümmert wurden seitens TSG. Die haben sich um Fixes gekümmert, sowohl für die Niddertalbahn als auch für die linke Rheinstrecke. Und jetzt warten wir im Grunde genommen darauf, dass jetzt diese Fixes implementiert werden. Das wäre natürlich schon ziemlich genial, wenn das dann irgendwann demnächst kommt. Würden wir uns auch natürlich dann angucken, gemeinsam die überarbeitete Version. Das ist schon ganz nice. Ja, stimmt, wir haben ein überarbeitetes Horn auch. Ja, die 101 mit der Soundmod ist natürlich nochmal wirklich was ganz anderes. Ich fand ja die 101 schon vorher richtig gut vom Sound her. Ja, das waren ja die gleichen Sounds, die da Mike Golds eingebaut hat, die er auch für die 101 im Train Simulator eingebaut hat. Ja, die 101 von VR. Dementsprechend jeder, der diese Lok gefahren ist, dem müsste die 101 hier im TSW ziemlich vertraut vorkommen. Und jetzt aber nochmal mit der Überarbeitung hier des Sounds, das ist dann auch nochmal was ganz anderes. Also das ist dann herrlich. Herrlich ist auch dieser N-Wagenzug, der gerade hier an uns vorbeifährt, mit der 110 geschoben. Und ja, diese bunten Häuser hier, das finde ich auch ganz schön. Ne? Dass nicht alles immer hier nur so weiß und grau ist, sondern ab und an mal auch ein bisschen Farbe mit ins Spiel kommt. Und was ich auch hoffe, was mit einem zukünftigen Patch noch mit reinkommt, das wäre Schifffahrt hier auf dem Rhein. Denn die Schiffe sind, so wie ich es gesehen habe, alle statisch. Wir haben aber seit Bremen-Oldenburg die Möglichkeit, fahrende Schiffe auch zu sehen im TSW. Von daher hoffe ich, dass dieses Potenzial nicht unerschöpft bleibt. 101, Kilometer 101, ja, das passt ganz gut zu unserer Lok hier. Na? So. Ich wollte eigentlich... Wollte ich mal mit der Kamera hier mal wegfliegen, damit wir mal eine kleine Vorbeifahrt machen können. Stellen wir uns mal hier vorne in diese Kurve hin. So, hier kann man bestimmt gut Train spotten. Ja, wundervoll. Wundervoll ist auch die 101, die uns hier entgegenkommt. Langer, langer Zug. Während wir vorbeifahren hier am Bahnhof von... Spey. Ich weiß gar nicht, ob die Mod
installiert ist, bei der wir auch dann ein Bordrestaurant haben. Müsste ja eigentlich damit drin sein. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo eins sehen. Nee, vielleicht auf der anderen Seite? Also hier nicht. Nee, irgendwie heute ohne Bordrestaurant. Ich habe eine gute Stelle fürs Trainspotten. Hoffentlich erreichen wir die noch. So, mal Kamera ausrichten. Das wäre ganz gut, wenn die Kamera ein bisschen schneller sein würde. Ups. Einmal. Sagen wir mal, hier so. Hier mit den Weinbergen. Und da kommt uns der nächste Intercity entgegen oder Eurocity. Toll. Okay, das ist eine Ankündigung auf 100. Müssen wir natürlich nicht bestätigen. Dass wir das möglichst mit der E-Bremse machen und Zugbremse auslösen. Dann die AFB runter auf 100 und Leistung wieder aufschalten. Ab hier gelten die 100, das Signal ein bisschen in der Erde versteckt. Und auch hier einer meiner Lieblingsstellen auf der Strecke, wo wir einfach hier straight durch die Stadt durchfahren. Abgesichert hier mit einer hohen Mauer, sicherlich auch ein bisschen Schallschutz. Und hier einmal vorbei an diesem Türmchen, das müsste Bacharach, nee, doch, Boppard. Ich wusste, dass es irgendwas mit B ist. Hier in Boppard. Schön. Mit 100 km/h durch Boppard. Und wenn wir die Ortschaft verlassen haben, können wir bestimmt gleich auch wieder schneller fahren. Ach, können wir jetzt schon. Okay. 120 dürfen wir fahren, also schalten wir auch entsprechend Leistung auf. Ja, so eine Fahrt kann man doch echt gut genießen, oder? Also hier an der linken Rheinstrecke, das ist schon eine selige Sache. Und vor allem die ganzen Kurvenverläufe hier, das ist dann auch immer wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Auch hier mit der Kurvenüberhöhung. So, jetzt dürfen wir 130 fahren. Die haben wir jetzt gleich erreicht.
Wir haben hier übrigens auf der Strecke, wenn wir das gleich sehen, ein paar ganz interessante Spezialsignale verbaut. Ich komme da gleich drauf zurück, wenn ich ein entsprechendes sehe. Vorher sehen wir uns hier nochmal den Karlsruher Kopf an und die 110. Einmal durch den nächsten Haltepunkt hier. Das ist sicherlich kein Bahnhof, so klein wie der ist. Ja, hier haben wir es. Und zwar haben wir hier bei dem Hauptsignal so ein Spezialsignal, nämlich hier diese, dieses weiß-gelb-weiß-gelb-weiße Mastschild. Und bei diesen weiß-gelb-weiß-gelb-weißen Mastschildern ist es tatsächlich so der Fall, dass wenn man jetzt praktisch von einem haltzeigenden Signal dort steht, aber den und da vielleicht auch ein bisschen länger steht, den Fahrdienstleiter oder die Fahrdienstleiterin allerdings nicht erreichen kann telefonisch, weil man gerade kein Netz hat, dann darf man tatsächlich dieses Signal überfahren und auf Sicht weiterfahren. So, einmal kurz die E-Bremse voll rein. Ein bisschen Luftdruck hinterher. Genau, dann darf man praktisch auf Sicht dieses Signal überfahren. Bis man halt eben, ja, wenn man dann natürlich einen Zug sieht im nächsten Blockabstand, dann muss man natürlich sofort anhalten. Oder man fährt halt eben so lange, bis man zum nächsten Signal ankommt, bis zum nächsten Hauptsignal. Und versucht es dann da nochmal, den Fahrdienstleiter oder die Fahrdienstleiterin zu erreichen. Ich weiß nicht, ob wir auch vielleicht andere Arten von Mastschildern hier auf der Strecke haben. Hier haben wir die ganze Zeit diese weiß-gelb-weiß-gelb-weißen Mastschilder. Mal gucken, wenn mir noch andere auffallen. Dann kann ich dazu vielleicht auch noch ein oder zwei Worte verlieren. Das ist auch eine tolle Stelle zum Trainspotten, oder? Hier so, gerade in die Richtung. Aber auch in die Richtung. Toll. Na, wir dürfen schneller fahren. 110. Dann machen wir das natürlich auch. Wir wollen ja nicht rumtrödeln. Wir sollen ankommen um 8.46 Uhr. Schauen wir mal, dass wir das auch schaffen. Idealerweise ohne Zwangsbremsung. Jetzt habe ich es allerdings laut gesagt. Jetzt ist es nahezu unvermeidlich, dann doch eine Zwangsbremsung zu bekommen. Aber das ist dann halt so. Damit müssen wir leben. Okay, jetzt haben wir hier ein weiß-rot-weißes Mastschild. Und da heißt es, dass bei einer gestörten Kommunikation an diesem Mastschild dann auf jeden Fall stehen zu bleiben ist. Und nur auf einen schriftlichen Befehl, auf ein Ersatzsignal hin oder auf ein Linksfahrtersatzsignal, auf eine M-Tafel oder ein Vorsichtssignal weiterzufahren ist. So, was haben wir hier als Güterzuglok? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Vielleicht noch 155? Nee, noch 185. Ist ja auch ein moderner Fahrplan, ne? Ansonsten gibt es noch ein paar andere Arten von Mastschildern, aber die sind auch, die kommen dann etwas seltener vor. Also am häufigsten sind es eben die beiden, die wir gerade gesehen haben. Schön hier diese kleinen Bötchen, das gefällt mir.
Gucken wir mal, dass wir nochmal eine Vorbeifahrt hinbekommen. Wo können wir uns denn gut hinstellen? Einmal die Kamera neu ausrichten. Ah, hier sehr schön mit der Burg. Ja, wundervoll. Ja, die Kirche sehen wir jetzt schon mindestens zum zweiten Mal hier. Da auch da würde ich mir wünschen, da ein paar mehr. Vollkommen übersehen. Da war wohl eine Ankündigung auf 90. Das war nicht gut. Mal in den Tunnel rein. Und wieder raus. Hier vorbei am Lorelei-Felsen. Ein Felsen, der auf einen modernen Mythos zurückgeht. Von Clemens Brentano. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Der im Grunde genommen diesen Mythos erfunden hat. Der ist nicht viel älter als Clemens Brentano. Einige denken, dass das irgendwie so ein fast schon Jahrtausende alter Mythos ist, der irgendwie noch von den Römern stammt oder sowas ähnliches. Das ist Schwachsinn. Tatsächlich ist das eine recht moderne Erfindung, von der wir einfach denken, dass sie so uralt ist. Aber das ist sie nicht. Ja, und hier die Betontexturen. Also ich kann ja bei vielen, vielen Bugs kann ich irgendwo verstehen, dass die vielleicht nicht gesehen worden sind, dass das irgendwie untergegangen ist. Ja, kann ich in vielen Fällen nachvollziehen, dass das mal passiert. Aber da bei dieser Wassertextur, bei dieser fehlenden Wassertextur, ist es mir ein absolutes Rätsel, wie das einfach passiert ist. Das ist... Also verstehe ich nicht, wie man das nicht gesehen haben kann. Das ist ja... Naja. Hoffen wir, dass es gefixt wird. So. Ab hier vorne haben wir dann auch wieder Wasser. Ja. Und ab hier vorne dürfen wir auch wieder 100 fahren. Kann die AFB schon mal hochstellen, bis wir da beschleunigen. Das dauert eh noch ein, zwei Augenblicke. So. Bisschen mehr Leistung rein. Wir wollen ja nicht rumtrödeln. Was ich mich auch frage, ich kenne mich damit nicht aus, aber vielleicht jemand in den Kommentaren. Thema Weinbau. Ist das so, dass die Weinreben im 90-Grad-Winkel zum Boden in die Höhe wachsen würden? Also wird man das so anlegen? Oder wird man das nicht eher in einem spitzeren Winkel anlegen, dass das praktisch hier so gerade hoch wächst? Wir haben das jetzt praktisch hier im 90-Grad-Winkel und da weiß ich nicht, ob das wirklich so ist oder ob das nicht praktisch gerade hoch wachsen würde, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber vielleicht kommt jemand aus dem Gebiet, vielleicht kennt sich sogar jemand mit Weinbau aus, vielleicht ist jemand ein Winzer. Klärt mich gerne auf. Schön, schön, schön. Und genauso schön der Zug, der uns hier entgegenkommt.
Herrlich. Vorbei an Oberwesel. Hier die Burg Schönburg in Oberwesel. Sogar übrigens ein Hotel drin ist. Also ich mache da jetzt keine Werbung für, ich krieg von denen kein Geld. Die Schönburg. Aus dem 12. Jahrhundert stammt die Burg. Also schon ein recht altes Teil. Also den Streckenabschnitt finde ich auch wirklich sehr schön hier vorne mit den Felsformationen hier hinter Oberwesel. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr cool. Also das sieht dann doch mal ziemlich anders aus als der Rest der Strecke. Gerade hier dieser Abschnitt, in dem wir jetzt gerade mit der Kamera auch drin waren. Aber das sieht schon sehr cool aus, ne? Ja, also das ist schon... Jetzt sieht es halt wieder anders aus. Das ist nur dieser wirklich ganz kleine Abschnitt. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist die Ausgestaltung der... Oh, wir dürfen eigentlich deutlich schneller fahren. Ist ein bisschen die Ausgestaltung der linken Rheinseite. Okay, dass da keine Züge fahren, verstehe ich. Ja, das ist wohl so, das muss man akzeptieren. Performance vor dem Hintergrund der Performance, gerade was so Konsolen angeht. Also so PS4 zum Beispiel. Allerdings wäre es schön, das zumindest irgendwie statische Gleise zu haben. Oder zumindest irgendwie eine Straße oder sowas, dass es halt nicht so aussieht, als sei da einfach gar nichts. So, zumindest eine Landstraße wäre gut gewesen, wenn es die da gäbe. Weil das sieht man ja dann doch von dieser Uferseite aus. Recht deutlich, dass da einfach gar nichts ist und das ist halt, glaube ich, nicht realistisch. So. Hier eine von diesen Sandbänken. Ich glaube, Wert werden die genannt. Wobei das hier schon fast aussieht wie so eine kleine Insel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das hier wirklich auch als eine Wert gilt. Schauen wir mal auf die Signale. Sieht gut aus. Einmal vorbei hier an den Wohnzimmern und Schlafzimmern der Leute. Ja, der Bahnübergang, der hier gefixt werden muss, für die Autos drüber fahren. Ah, ist schön. So, hoch auf 130. Karlsruher Kopf kommt uns entgegen. Ohne Lok? Das hatten wir doch schon letztens. Dass einfach die Lok ausgeblendet wurde. Das hatten wir doch jetzt neulich auf Bremen-Oldenburg auch. Aber gut, sowas hatte ich auch schon beim Train Simulator. Dass mal irgendwie Geisterzüge rumfahren. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann.
Schön, schön, wenn man hier so aus dem Fenster guckt. Das ist schon herrlich. Ah, da fällt mir ein, wir haben immer noch keine Passagiermitfahrt entlang des Rheins gemacht. Da frage ich mich immer noch, ob wir das in den Doppelstockwagen machen sollen oder in den Intercity-Wagen. Also den alten Intercity-Wagen mit der alten Textur. Weil die sind irgendwie ganz schön so, aber andererseits habe ich das Gefühl, in Doppelstock, da sieht man einfach mehr. So, das ist ein bisschen zu schnell. Einmal hier mit der E-Bremse runter regeln. So. Eigentlich hätten wir uns auch die Seefahrt, glaube ich, heute anknipsen können. Na egal, lassen wir sie aus. Die nervt eh nur. Und ich habe das Gefühl, dass sie nicht so wirklich zum Spielspaß beiträgt. Andererseits kann ich das aber auch machen. So. Hier ein kleiner Boots. Ah, nee, das sind irgendwelche Rohre, die hier ins Wasser führen. Also an der Stelle besser nicht schwimmen gehen. Generell glaube ich nicht im Rhein schwimmen gehen. Das ist immer eine schlechte Idee. Tatsächlich, kleine Storytime aus meiner Kindheit. Als ich noch, weiß ich nicht, unter 10 Jahre alt war. Da waren wir auch mal am Rhein und ja, da war es dann eben so, dass da ein recht großes Schiff an uns vorbeigefahren ist. Wir waren dann in irgendeinem Park und ich war da an einem Gitter direkt am Wasser und habe das Schiff beobachtet, weil mich das natürlich sehr fasziniert hat. So, und dann gibt es ja praktisch diese Wasserverdrängung, wenn ein Schiff vorbeifährt. Ja, dass dann erstmal der Wasserpegel ganz stark runtergeht. Fand ich sehr cool. Und dann aus dem Nichts heraus steigt dann der Wasserpegel schlagartig, sobald das Schiff dann komplett vorbeigefahren ist. Und das Wasser, das zieht ordentlich einen mit sich. Und sagen wir mal so, wenn nicht neben mir dieser Zaun gewesen wäre, an dem ich mich dann mit all meiner Kraft, die ich in meinen jungen Jahren hatte, festgehalten habe, dann hätte mich wohl die Welle da einfach mitgenommen. Also, ja, das hätte gefährlich enden können. Von daher immer gut aufpassen hier am Rhein. Da weiß man nie so genau, ob das nächste große Schiff hier, so eins zum Beispiel, ob das nicht einen zum Verhängnis werden kann. Daher habe ich eine eher geteilte, eher so gemischte Gefühle gegenüber Schiffen auf dem Rhein. Gut, dass die hier nicht fahren, dann kann mir nichts passieren. Wir sind ja hier praktisch statische Szenerie. Hier noch so ein bisschen Seegras, glaube ich. Ja. Schön, schön. Einer meiner Lieblingsloks. Die 101. Da gibt es wirklich kaum etwas. Schon wieder die Geschwindigkeitsankündigung übersehen. Also da muss ich sagen, die 101 ist auch so vom Fahrkomfort her, von den Sounds her, die Repaints, die wir dafür haben. Also das ist schon alles wirklich top.
So, einmal runter auf 90. Wir haben keine 1000 Hertz Beeinflussung, also können wir da ganz entspannt machen. Das ist, glaube ich, Bingen hier. Oder? Wir gucken sofort. Sobald wir die AFB einmal hier auch eingestellt haben und das Signal gesehen haben. Ja. Gut. Genau, Bingen. Bingen am Rhein. Und hier vorne müssen wir auch irgendwo... Da müsste doch jetzt auch... Ja, der Mäuseturm. Der Mäuseturm. Ups. Ging das Mikrofon gedutscht. Pardon. Einmal hier vorbei. Welcher Fluss ist das hier? Der hier praktisch abgeht in Bingen? Weiß das jemand? Ich kann es auch gleich selbst nachgucken. Ich gucke es einfach selbst mal eben nach, dann kann ich es euch einfach direkt sagen, für diejenigen, die sich das auch fragen. Natürlich sollte man eigentlich nicht am Handy sein, während man einen Zug fährt, das ist ganz klar. Aber wir sind ja nur hier in der Simulation. Bingen am Rhein, das ist... Die Nahe. Und die Nahe fließt nach... Na, mal gucken, wohin sie fließt. Ja, die Nahe fließt irgendwann in den sogenannten Kellenbach und dann, ja, das Ganze bei Simmertal. Das kennt man aber, glaube ich, nicht unbedingt alles. So, hoch auf die 160. Jetzt können wir einmal den Endspurt praktisch hinlegen. Geht nämlich auf Mainz zu. Von daher einmal ordentlich Leistung jetzt aufschalten. Hauptsignal ist grün. Hervorragend. Oh, worauf ich letztens hingewiesen wurde, was ich nie realisiert habe. Die Tore hier im TSW, die sind einfach falsch herum. Das, was ihr hier seht, ist eigentlich das, was auf dem Boden gehört. Guckt es euch an und denkt mal darüber nach. Ah, auch schön. Hier ein bisschen DTG-Graffiti. Haben wir hier auch auf der Seite. Ne, das ist irgendwas anderes. TSW. Ton. Ja, cool. Cool. Ah, ich finde, es ist gerade ein bisschen sehr bewölkt. Wir können mal ein bisschen hier unsere gute alte God-Mode einsetzen, um ein bisschen schöneres Wetter zu machen. Wir müssen ja nicht in so einem trüben Himmel fahren. Auch wenn es draußen aktuell noch nicht allzu warm ist, können wir ja so tun, als sei es das im Simulator. Da kommt uns wieder ein N-Wagenzug entgegen mit Karlsruher Kopf vorne dran und hinten schiebt, wie zu erwarten, eine Baureihe 110. Aus Bremen-Oldenburg übrigens. So. Die 110, die da genutzt wird, das ist nicht die mit der linken Rheinstrecke mitgeliefert wird, sondern aus Bremen-Oldenburg, weil das eben die Verkehrsrouten 110er sind. Also, das ist ja jetzt praktisch meine erste komplette Fahrt. Oh, die Züge fahren hier praktisch im Blockabstand. Das ist ja hier jetzt meine, glaube ich, erste komplette Fahrt mit diesem modernen Fahrplan, mit der Mod. Und ich muss sagen, die Strecke ist absolut perfekt dafür geeignet, für einen modernen Fahrplan. Also ich merke da im Grunde nahezu keine Unterschiede, mit Ausnahme so einzelner kleinerer Assets an den Bahnhöfen.
wo noch vielleicht irgendwie so ein altes Farbschema verwendet wurde der Deutschen Bundesbahn. Aber unabhängig davon, wenn man das ignorieren kann, und ich persönlich kann das sehr, sehr gut ignorieren, finde ich, dass diese Strecke hier total das Potenzial dafür hat, für so ein offizielles DLC mit einem modernen Fahrplan. Ja, also so zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie ein Lok-DLC gäbe mit einem Flirt 3 plus entsprechend modernem Fahrplan, das würde perfekt, glaube ich, hier passen. Ich merke da ehrlicherweise keine Unterschiede. Ne? Man kann natürlich Nietenzählerei machen, Nietenpickerei, so, oder Erbsenzählerei, aber nicht Nietenzählerei. So, kann man natürlich betreiben und dann sagen, ja, das passt aber wegen diesen und jenen Gründen nicht. Klar, okay, aber so vom reinen Fahrgefühl her, mich persönlich wird das nicht stören, hier einen modernen Fahrplan zu haben mit entsprechend modernen Fahrzeugen. Und zwar praktisch Vanilla, so, nicht als Mod. So, einmal mit der dynamischen Bremse rein und runter auf die 150. Haben wir AFB hinterher und Leistung aufschalten. Ab hier gelten die 150. Boah. Wir haben noch 15 Minuten für 15 Kilometer. Das klingt eigentlich erstmal machbar, ne? Interessant, dieses Gebäude hier links, super modern. Also ob das hier Ende der 90er schon... Ja, wobei, das sind ja eigentlich nur Fenster. Ne? Ja, schön, schön, schön. Mal wieder eine Fahrt hier auf der linken Rheinstrecke fast geschafft. Aber es heißt geschafft, ne? als sei das irgendwie so ein Zwang. Das ist es ja nicht. Ich mache das ja gerne. Mir macht es ja Spaß. Sonst würde ich es ja nicht machen. Wäre ja irgendwie dumm, das jetzt nur aus so einer Verpflichtung heraus zu machen. Naja, da genießt man ganz gut hier die Strecke, den modernen Fahrplan, die Soundmod mit der 101. Grandios. Kilometer noch. Und vorbei hier am nächsten Haltepunkt. Nämlich Heidesheim mit diesem Friedhof hier vorne. Wurden wohl die ganzen Heiden vergraben. Wobei, wenn das Heim der Heiden ist, dann wurden ja all jene vielleicht dort vergraben, die begraben, die keine Heiden waren. Ja, das ist natürlich nur Quatsch. Oder auch nicht. Tja, wer weiß. 9,2 Kilometer noch und mehr als 10 Minuten Zeit. Also ich glaube, wir sind sehr gut im Fahrplan. Oder wir haben noch irgendwo einen planmäßigen Halt auf der Strecke. Das weiß ich nicht. Davon wird uns nämlich nichts gesagt. Ja, schön, ne? Dieser Eurocity von Dortmund nach Prag, den gibt es heute so, glaube ich, nicht mehr. Leider. Nee, gibt's definitiv nicht mehr. Das hätte ich, glaube ich, gewusst, wenn von Dortmund aus nach Prag was fährt. Ich glaube, Eurocities nach Prag haben wir ehrlicherweise aus Deutschland heraus nur noch, I guess, der aus Berlin. Ne, da gibt es auf jeden Fall einen Eurocity, der von der CD
in Kooperation mit der DB betrieben wird. Ansonsten weiß ich nicht, ob es noch weitere Eurocities von Deutschland nach Prag gibt. Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Ich kann mir vorstellen, vielleicht irgendwas von München aus noch. Aber ich weiß es leider nicht. Und einmal vorbei hier am nächsten. Das sieht mehr aus wie so ein kleiner Bahnhof. Hier in Büdenheim. Signal weiterhin grün. Also die PZB hat uns bisher heute keine großen Probleme bereitet. Glücklicherweise. Ziemlich windstill heute. So, wir können ausrollen lassen in einem Kilometer. Müssen wir 100 fahren. Gucken wir mal, dass wir auf die 100 kommen, bevor uns da irgendein GPA abschießt. Da ist auch halt zu erwarten. So, PZB-Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Ah, okay. Aber das Vorsignal ist gerade umgesprungen. Das heißt also, wir fahren mal jetzt so mit so 70, 80 km/h weiter. Sehr schön, 6,28 hier von der Deutschen Bahn. So, ich würde sagen, wir lassen rollen. Halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Ah, die Sounds. Leute, ist das herrlich. So, 2,2 Kilometer bis Mainz. Wir müssen aber vorher halten. Eine Phalanx hier an Signalen vor uns. Und da vorne, ja, doch kein haltzeigendes Signal mehr. Heißt also, 500er müsste aus sein. Sehr schön, der ist nicht scharf. Okay, dann können wir weiterfahren bis Mainz Hauptbahnhof, denke ich mal. Das müssen wir natürlich jetzt dennoch bestätigen. Auch hier halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg, wenn ich das richtig interpretiere, diesen Signalbegriff. So, wir haben noch ewig viel Zeit. Wir müssen gar keine Leistung mehr aufschalten. Ich würde sagen, wir lassen ausrollen und sparen so ein wenig Energie. Aha, da haben wir ein. Haltzeigendes Signal mit Ersatzsignal. Okay. Dann werden wir mit
langsamer Geschwindigkeit und Befehl 40 dran vorbeifahren. Schön hier auch das ganze Rollmaterial, das abgestellt ist. Schauen wir, ob Befehl 40, ob das klappt. Jawohl, Befehl 40 leuchtet auf. Wir können loslassen. Schön, dass das jetzt aber funktioniert hat mit Befehl 40. Das, sowas freut mich immer. Auch hier die ganzen Intercity-Wagen, N-Wagen, Güterwagen. Die 110. Irgendwo habe ich doch gerade noch eine 628. 648. 628, ja, gesehen. So, bisschen Leistung können wir aufschalten, bevor wir jetzt zu langsam hier reinfahren. Ja, meine Damen und Herren, mit 5 Minuten Verfrühung fahren wir in den Mainzer Hauptbahnhof ein. Schaffen wir auch nicht alle Tage, ne? Ohne Zwangse, ohne Verspätung. Das ist für die Geschichtsbücher. Müsste das nicht mittelbündig sein? So, Mainz Hauptbahnhof. An Gleis Numero. Da hinten ist 1. Wir haben hier irgendwie keine Gleisnummer auf dem Bahnsteig. Oder bin ich irgendwie blind? Nee, wirklich fehlt das. So, Hauptsignal hier ist grün. Einmal hier vorbei an der Hosenträgerweiche. Da steht noch eine 628. Und wir halten ganz, ganz langsam an. 500 Hertz Magnet ist aktiv. Und wir schauen, dass wir bündig am Signal anhalten, so dass die Fahrgäste unterm Bahnsteig nach aussteigen können. Wobei es regnet auch nicht, also auch egal. So. Fahrgäste können ein- und aussteigen. Sind das übrigens, sind das hier die modernen Intercity-Wagen, ne? Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.